Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Delta Mike Zulu, lining up, Panwitz, Rizzo. Eine gute Stunde später geht's weiter. Ende der 70er Jahre war ich das erste und bisher einzige Mal in La Rochelle. Ich habe fantastische Erinnerungen an dieses urwüchsige Städtchen mit sehr viel Frankreich-Flair und hoffe sehr, dass ich sie mit den Jahren nicht allzu sehr verklärt habe und ich die Altstadt und das alte Hafenportal auch noch wiedererkenne. Rochefort-Descartes, bravo, Final 30. Tour à dernier tour. Delta Mike Zulu, taking off, 3-0. Car bravo, atterrissage à convenance, un appareil au décollage. Hier ist eine Übersicht über unseren einstündigen Flug. Wir starten in Rochefort und fliegen direkt zur Küste. Anschließend umrunden wir die Südküste der Insel Île d'Oléron, auf dem es auch einen Flugplatz gibt. Bevor wir über die winzig kleine Insel Île d'Aix zur Île de Ré weiterfliegen. La Rochelle ist ein kontrollierter Regional-Airport, von der Größe vergleichbar etwa mit Bremen, Münster oder Nürnberg, aber mit deutlich mehr Verkehr. Nicht zu vergessen die vielen privaten und Business-Jets, die hier mit ihren zahlungskräftigen Passagieren zum Kurzurlaub anreisen. Delta Mike Echo Mike Zulu, leaving frequency right now and departure to the west. Thanks and bye-bye, merci beaucoup. Zulu, you leave the frequency, have a good flight and goodbye. Maximal 2000 Fuß dürfen wir hier im nicht freigabepflichtigen Luftraum fliegen, aber um noch mehr Einzelheiten zu erkennen, bleiben wir auf der sehr geringen Höhe von 1000 Fuß. Damit irritieren wir dann auch keinen auf Rochefort oder La Rochelle anfliegenden Verkehr und können uns voll und ganz auf die Sehenswürdigkeiten konzentrieren. Zum Beispiel auf das in Form eines Hufeisens gebaute Fort Louvois. Bei Flut ist es eine Insel. Bei Ebbe kann man trockenen Fußes hinüberlaufen. Ludwig XIV. Hat es ab 1691 bauen lassen, um Rochefort besser verteidigen zu können. Im Zweiten Weltkrieg war das Fort ebenfalls umkämpft und wurde in den 1960er Jahren vollständig restauriert, bis dass es 1972 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Heute ist das Fort Louvois ein Zentrum für Kulturevents. Thank you.
jetzt kommt ein gutes Beispiel dafür, welchen großen Sicherheitsbeitrag Traffic-Monitore im Flugzeug liefern könnten. Diesen sich feindlich annähernden Flieger hier haben wir, obwohl wir wegen der Nähe zum Flugplatz mit Verkehr rechnen, erst extrem spät gesehen. Hätte diese Robin einen FLARM- oder ADS-B-Sender an Bord gehabt, hätten wir sie schon 5 Minuten vor unserer Begegnung auf dem Bildschirm gehabt und den Abstand entsprechend vergrößern können. Selbst meine beiden technisch unabhängig voneinander funktionierenden Traffic-Monitore, Garmin und iPad, nützen leider überhaupt nichts, wenn der Gegner keine entsprechenden Signale aussendet, wie in diesem Fall. Hier verstehe ich weder die Piloten, die sich durch Unaufmerksamkeit ihrer eigenen Sicherheit berauben, noch die Flugzeughalter, die aus Kostengründen keine FLARM- oder ADS-B-Instrumente einbauen wollen, noch den Gesetzgeber, der solche Traffic-Warner nicht zur Pflicht erhebt. Hätten alle Flugzeuge solche Geräte an Bord, gäbe es wohl kaum noch Kollisionen in der Luft. Was nun ins Blickfeld gerät, ist das Fort Boyard. Gebaut wurde es 1801 von Napoleon, um seine Festung Rochefort gegen die Engländer zu verteidigen. Später verlor es wegen der verbesserten Reichweite der Kanonen seine militärische Bedeutung. Und dann wurde es zum Entertainment-Zentrum. Mehrere Spielfilme der 60er und 70er Jahre wurden hier gedreht. Und seit 1990 war das Fort Boyard sogar Schauplatz der gleichnamigen französischen Abenteuerspielshow. Auch in Deutschland wurde diese Show kopiert und immer wieder mal in den Jahren 1990 bis 2018 ausgestrahlt. Auf der Insel Île d'Aix lebt man bis heute von Fisch und Krabben sowie von der Austernzucht. Aber das Eiland wartet auch mit einer Besonderheit auf. Denn nach Napoleons Niederlage bei Waterloo verkroch er sich unter der Fuchtel der Engländer genau hierher. Aber diese Insel war den Siegermächten des Wiener Kongresses, allen voran den Engländern, als Verbannungsort wohl viel zu nah. Stattdessen wurde er bekanntlich nach St. Helena verbannt, wodurch sein Schicksal dann besiegelt war. Und hier kommt die Île de Ré ins Blickfeld. Sie besteht aus 10 Dörfchen mit überwiegend weißen Häusern und wird deshalb sowohl von den Einwohnern als auch von den Touristen gern Ré la Blanche oder auch Île la Blanche, also die weiße Insel, genannt. Und manchmal bekommt sie sogar den Titel das französische Sylt. Denn was für die Hamburger Sylt ist, ist den Parisern La Blanche. Und dann ist unsere Runde um die Kontrollzone von La Rochelle auch schon beendet. Wir melden uns beim Tower, der uns, nach eigener Aussage, schon seit geraumer Zeit beobachtet und leiten den Anflug und die Landung ein. Sagt man um diese Zeit schon Bonsoir? Oder sagt man noch Bonjour? Okay. Wenn ich das mal richtig mache. La Rochelle Airport, good day and bonjour. Delta Mike Echo Mike Zulu. Delta Mike Echo Mike Zulu, La Rochelle, bonjour. Bonjour, Delta Mike Echo Mike Zulu. Type of aircraft is CT, Charlie Tango, two people. VFA from Rochefort, Lima Foxtrot, Delta November. Current position is 10 minutes northwest of your airfield. For landing, please. Mike Zulu, you confirm, see on my radar, routing to the north. Delta Mike Zulu, confirm, coming from north to your airfield. Delta Mike Zulu, so proceed to join right hand downwind runway 27 and report at first airfield in sight. Delta Mike Echo Mike Zulu will run to right downwind runway 27. Delta Mike Zulu, correct, clock 4720. Delta Mike Zulu, squawk 4720. Das fand ich cool, dass er uns schon gesehen hat und der hat auch... Delta Mike Zulu, launcher. Delta Mike Zulu, go ahead. Information, traffic information, in your 1 o'clock, pre-nautical miles, 1200 feet above.
Frontier 400 on exercise over this position. Delta Mike Zulu, that is copied, looking out. To Zulu Ocean. Zulu La Rochelle. Zulu, j'écoute. Zulu, west-nord-ouest de votre position, environ 2 nautiques, 1400 pieds plus bas, de l'ouest à l'est, un CT qui vient venir vers La Rochelle ensuite. Ben on va maintenir 2200 pieds, là, de toute façon, sauf Zulu. Normalement, ça ne devrait pas poser problème. Pas de problème si vous descendez pas, Zulu, et rappelez-moi si vous souhaitez. Enfin, pas pour l'instant, pour Zulu. Ich habe verstanden, dass der mit dem anderen Piloten gesprochen hat und dass es kein Problem ist. Ja, und er die Höhe behält. Genau, genau, genau. Ja, aber nicht sehen. Die steigen halt. Bitte? Nur die steigen. Nein, 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 nee. Wir steigen auch nicht. Ich halte auch die 1000 Fuß. Keine Sicht auf den Film. Bitte? Keine Sicht, ich weiß nicht, wo der ist. Ne, ich sehe auch nichts. Der ist auch längst vorbei. Ne, da ist er. Ah! Das ist doch kein Problem, der ist doch viel höher. Ne. Aber er dreht, ne? Ja. Some exercises oder irgendwas hat er gesagt. Delta Mike Zulu, traffic inside right now. Hey, Delta Mike Zulu, the traffic will not descend, so no factor. Okay, very good. Delta Mike Zulu, position is November 1000 feet, next report November Alpha. November Alpha, Mike Zulu. Mach das ganz richtig. Bitte, bitte? Du machst das jetzt sehr präzise, das wird mir immer gut. Genau. Zulu, on a visuel sur l'ULM. Zulu, parfait, détecté 1700 pieds plus bas, donc je vous en avais pas reparlé. Hat gerade nachgefragt. Wer? Der andere? Ob du ein ULM bist und er sagte, du bist 1700 runter. Ja. So, Mike Zulu, say intentions in La Rochelle, is it for full stop landing? Delta Mike Zulu, intention is to stay overnight and we'll go to Biarritz next morning. Okay, Mike Zulu. Au parking chez Elixir. Romeo et Juliette, roulez parking Elixir, petit en arrivant. Romeo et Juliette, je roule parking Elixir. Delta Mike Zulu, turning right down wind 27. Delta Mike Zulu, number one, report final runway 27. Delta Mike Zulu, runway 27, number one. Delta Mike Zulu, turning right by 27. Delta Mike Zulu, number one, report short final runway 27. Delta Mike Zulu, next report short final 27. Delta Mike Zulu, cleared to land, runway 27, wind 270 degrees, 11 knots. Delta Mike Zulu, runway 27, clear to land, vacating via Alpha. Juliette Mike, numéro 2, suivez un ULM final, piste 27, rappel en vue. Rappel en vue du ULM, rappel final, Juliette Mike. Frère moi Juliette au parking Elixir pour quitter. Oui, quitter, bonne fin de journée.
Piste. Bitte. Coole Piste. Visuel, jetpack. Mag numéro 2 derrière 7 ULM pour un complet. Je vous laisse vous intégrer en fonction et me rappeler final, piste 27. Paradoxe, Bordeaux. Now we're in traffic. Foxo November Romeo Squawk 7040, QNH 1024, we're about to leave. Okay, 7040, and we're at 1024. Schwieriger zu fliegen als dann Robert. Better Mike Zulu first on your left and then second on your right to grasp the pro and standard discretion. Better Mike Zulu turning left and vacating and then right to the right grass place. Juliet Mike, piste 27, autorise atterrissage, vent 260 degrés 11 nœuds. Delta Mike Zulu, run, we're vacated. Da kann man nicht rein. Bahnstraße. Le Fox, Romain Alpha, on fait la descente. Si vous souhaitez, quel niveau dans un premier temps? Scheiße. Dans un premier temps, descendez 4000 pieds, aucune H1024. Dans 4000 pieds, 1024, Fox 1024. Que Zulu, on est en vente, Maria 27 pour un complet. Zulu numéro 2, précédent jet Mike en finale 27, rappelez finale 27. Numéro 2, on rappellera en finale 27, Fox et Zulu. Sehr gut. Cool. Ja, sehr cool. Nachdem wir die Ein- und Ausgangsmodalitäten des Airports erkundet haben, nehmen wir ein Taxi zum Hotel. Anschließend laufen wir in die Altstadt und lassen uns direkt am alten Hafen zu einem sehr ausführlichen Abendessen nieder. Ein paar Landebiere waren selbstverständlich auch dabei. Und ich schwelge in Erinnerungen, wie es damals hier war, mit 20.